Karlsruhe mit einem Gewicht von 85 Kilogramm. Yes, Bernd fucking Fur! Und damit moin, servus und hallo, liebe Fightback Community. Wir starten diesen dritten Teil des Blast from the Past mit dem Collectors Match und einem energiegeladenen Bernd fucking Fur. Ja, wir sind im Prinzip im, ja, quasi Halbfinale um den Ultimate Collectors Champion Titel. Denn der Sieger aus dem heutigen Match, der geht raus mit 3 Medaillen und hat dann nur noch, in Anführungsstrichen, den amtierenden Collector Champion Blackwell vor sich, der sowohl den Gürtel als auch eine, die nämlich 4. alles entscheidende Medaille hat. Und ja, dann wird es bei Crossroad 12 in Mörfelden-Walldorf eben um alles gehen, nämlich um die große Chance, dann den amtierenden Fightback Wrestling Champion herauszufordern. Und hier ist sein Gegner. Schifferstadt mit einem Gewicht von 144 Kilogramm. Wrestler of the Year 2022. Yes, Chris Tate. Ja, und du hast es bereits angedeutet, Joey, es wird immer konkreter im Kampf um die Ultimate Collector Championship von Fightback Wrestling. Und dieser Mann hier, der will unbedingt haben. Chris Tate nun auf dem Weg zum Ring gegen Bernd Fur. Er setzt seine Medaille aufs Spiel, die er gewonnen hat oder die er vielmehr behalten durfte, als er den Captain Eddie Shaw als Wildcard-Teilnehmer besiegt hat. Ja, wir müssen schon nochmal hier draußen unsere Fightback-Community erwähnen und dieses gigantische Banner für Chris Tate, für die Walz Wunderpals. Also immer wieder fantastisch, was ihr euch einfallen lasst, um unsere Athleten zu unterstützen. Ein großes Dankeschön auch mal von hier, vom Kommentatorenpult an jeden einzelnen von euch. Ja, das ist die Fightback Community, wie ich sie liebe. Für all diejenigen, die mit den Regeln nicht vertraut sind, dies ist ein Collectors Match. Das bedeutet, beide Kontrahenten bringen ihre Collectors mit ein. Am Ende wird einer mit 3 den Ring wieder verlassen und ist seinem Schritt zum Ultimate Collectors Champion ein bisschen näher. Vielen Dank an Dave, der hier nochmal erklärt hat, worum es geht. Was zur Hölle hat Blackwell hier verloren? Genau, wir hören die Musik und sehen den Mann himself, Blackwell, mit dem Titel und mit einer Medaille um seinen Hals, den er von Hero the Ram Lee gewinnen konnte. Der wird sich hier das Match, denke ich mal, genauer ansehen. Ja, also halt mich für verrückt, lieber Mao, aber für mich hat hier beim Blast from the Past Blackwell eindeutig zu viel Airtime. Schau mir mal an, wie ihr zwei Flachbeiten das hier macht. Ich bleib hier, keine Probleme. Nur schau nicht an. Ich schau, ja. Nur schau nicht an. Du hältst mich hier raus. Ja, natürlich. Kein Problem. Ich soll ein faires Match werden. Ich setz mich genau da. Der sucht sich einen freien Platz, den ihm ja keiner der ZuschauerInnen gewähren möchte. Ich wollte eh stehen. Also der wird sich das hier genau ansehen, denn es geht um seinen nächsten Gegner. Da wird ihm sogar ein Platz angeboten.
aber er wählt den freien Stuhl. Also ich hoffe doch sehr, und zwar für ihn, dass es auch beim Zuschauen bleibt und dass er nicht versuchen wird, hier in irgendeiner Form in dieses Match einzugreifen und ja, vielleicht schon seinen kommenden Gegner in irgendeiner Form zu schwächen. Ja, ich bin sicher, du weißt es besser, Joey, du weißt, wie Blackwell tickt, dass der sich nicht zu fein ist, um ein solches Match auch mal einzugreifen. Aber wir sehen hier ja, einen erfahrenen Mann und einen Mann, den man nicht so leicht von den Beinen holen kann. Ja, weiß man wirklich, wie ein Blackwell tickt? Also ich glaube, das weiß er manchmal selbst nicht. Der Typ ist für mich komplett crazy. Ja, das sowieso. Aber nun lenken wir die Aufmerksamkeit auf das Geschehen hier im Ring. Die beiden kennen sich natürlich durchaus bestens. Ja, die haben schon unfassbare Schlachten hier bei Fightback Wrestling geschlagen. Aber in keiner der Schlachten ging es bisher um so viel wie am heutigen Abend. So, wir sehen Chris Tate. Der Bernd Föhr in den Wristlock nimmt. Aber der weiß natürlich ganz genau, wie man sich aus einem solchen Lock befreit. Setzt jetzt seinerseits an. Chris Tate versucht sich zu befreien. Es geht hin und her. Er versucht hier seinen Gegner zu packen. Es gelingt ihm auch. Aber der kann durch die Beine nach hinten flüchten und Chris Tate seinerseits packen. Ja, es ist natürlich zum einen die Erfahrung, die ein Bernd Föhr mitbringt, aber wie gesagt, zum anderen eben auch die Tatsache, dass die beiden sich schon so oft im Ring gegenübergestanden haben. Also die kennen sich wirklich in- und auswendig. Ja, und Chris Tate hat natürlich stets den Vorteil seiner Körpergröße. Wir sehen jetzt hier das erste Mal Blackwell eingreifen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Zumindest aufstehen. Und ja, es sieht fast so aus, als würde er irgendwelche, ich sag's einfach mal so, wie ich es denke, unqualifizierten Tipps in Richtung Bernd Föhr abgeben. Ja, glaubst du denn, er hat sich seinen Lieblingsgegner bereits ausgesucht? Tja, ohne Bernd Föhr zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wahrscheinlich ist die Aussicht, einen Chris Tate im Ring als Gegner zu haben, ja, noch weniger von der Aussicht eines Erfolges gekrönt. Ja, Chris Tate und Blackwell hatten es ja auch schon miteinander zu tun gehabt. Bei der Jagdsaison hat Chris Tate einen Sieg gegen Blackwell einfahren können und ich bin sicher, Blackwell hat das nicht vergessen. Ja, damals ging es um die begehrte letzte Startnummer im Fightback Rumble, wo eben dieser Ultimate Collectors Titel zum ersten Mal ausgekämpft wurde. Und Blackwell, der musste als Nummer 1 in diesen Rumble, hat sich aber durchkämpfen können. Ja, und am Ende eben den Gürtel um seine Schulter zu legen, den wir jetzt gerade auch sehen können, während Chris Tate hier, ja, ich wollte schon sagen, fleißig austeilt. Ja, aber mit der Senden ins Leere springt. Genau, Bernd Föhr kommt zurück mit Schlägen. Chris Tate gelingt es sich von ihm zu befreien, aber Bernd Föhr bleibt dran. Das muss er auch. Nach meinem Geschmack beschäftigt er sich zu viel mit Blackwell, der draußen außerhalb des Rings rumkaspert. So, jetzt gibt es ein paar harte Kniestöße, jetzt gibt es Schläge in der Ecke und es gibt immer wieder, ja, und jetzt steigt er sogar auf den Mattenrand, das gibt es ja nicht. Ringrichter Christoph Strauß, ja, der versucht auch hier Blackwell
vom Mattenrand zu schicken, während es den Enzo Igiri jetzt gibt von Bernd Föhr gegen Chris Tate, das Cover. Aber Chris Tate, der kann sich befreien. Aber du merkst auch, dass Bernd Föhr sich relativ leicht von Blackwell ablenken lässt. Der Blick sucht ihn meistens nach draußen. Ja, du weißt eben nie, was ein Blackwell vorhat. Und das ist genau das Problem. Wer will es Bernd Föhr hier irgendwie... Das Leben aus ihm raus! Ja, wer will es ihm verdenken? Ja. Er weiß natürlich, wozu Blackwell in der Lage ist. Wenn der will, kann er hier in den Ring reinsliden und direkt ins Geschehen eingreifen, zu wessen Gunsten auch immer. Aber, wie du schon gesagt hast, es kann durchaus sein, dass er gerne Bernd Föhr als nächsten Gegner begrüßen möchte. Ja, und er lässt sich tatsächlich insoweit ablenken, dass er hier seinen Matchplan ändert. Also wir hatten ganz klar gesehen, dass er eigentlich eine andere Aktion hier geplant hatte, Bernd Föhr. Und ja, durch die Kommentare von Blackwell, die von draußen eben reinkommen, hat er hier ein Stück weit seinen Matchplan geändert. Versucht ihm jetzt die Luft zu rauben. Chris Tate kommt wieder auf die Beine, will sich hier befreien, schickt Bernd Föhr jetzt in die Seile, die Clothesline. Ja, die kann natürlich nicht durchgehen. Dafür sind die physischen Verhältnisse einfach zu unterschiedlich zwischen den beiden. Und Chris Tate, der packt zu, der Chokeslam, aber Bernd Föhr kann sich befreien und ja, ist jetzt meiner Meinung nach wieder auf der richtigen Spur. Geht erst aufs Knie los, will den Riesen von den Beinen holen und schafft das dann sogar mit dem Body Press. Ja, und der darauffolgende Cover war gar nicht mal so eindeutig. Also Chris Tate auch nun schon ziemlich angeschlagen. Bernd Föhr holt sich hier die Motivation und den Zuspruch aus den Zuschauerrängen und auch ein wenig von Blackwell. Knee drop ihn, jetzt gibt er ihm auch vor, welche Aktion er auszuführen hat. Ja, Bernd Föhr geht auf das oberste Seil. Wahrscheinlich sollte das eher in Richtung Frog Splash gehen, aber Chris Tate ist wieder früher auf den Beinen. Stoppt hier den Angriffsversuch von Bernd Föhr. Ja, schiebt jetzt auch den Ringrichter weg. Christoph Strauß, der sollte nicht im Weg stehen. Ja, fängt jetzt Bernd Föhr ab und bekommt. Jetzt bekommt Christoph Strauß hier Bernd Föhr in ja, Hülle und Fülle ins Gesicht geworfen. Und das ist natürlich die Chance für Blackwell. Es war nicht anders zu erwarten. Ja, und jetzt geht er. Nein, er geht nicht auf Bernd Föhr los. Er gibt ihm den Gürtel und... Ja, er soll Chris Tate damit einen überziehen. Das gibt es ja nicht. Na, komm schon, Bernd. Lass das sein. Er wollte schon drauf losgehen, aber er besitzt sich hier eines Besseren. Und gibt Blackwell den Titel zurück. Er soll sich doch aus dem Ring verziehen. Ja, und jetzt will der zuschlagen. Und ja, es sieht fast so aus, als würden Chris Tate und Bernd Föhr jetzt zusammenarbeiten. 6-1 Bernd und der Chokeslam. Gib Diamonds and Rust keine Chance. Da hast du dich aber ganz tief geschnitten, mein Lieber. Also, es bleibt definitiv ein faires Match. Christoph Strauß immer noch am Boden. Ja, wird jetzt aufgeholfen von Bernd Föhr. Chris Tate. Ja, wartet geduldig ab. Ja. Und das finde ich gut. Ja, und das finde ich noch besser. Der faire Handshake. Und jetzt machen es die beiden wirklich sportlich unter sich aus. Wer ist der Bessere? Wer kann dieses Match hier für sich entscheiden? Jetzt gibt es ja, ehrliche Schläge für den jeweils anderen. Ja, und jeder dieser Schläge hat Substanz. Oh!
Dieser Chop ebenfalls und eine Clothesline, die geht ins Leere. Ja, und wieder schafft es Bernd Föhr hier zu kontern, schafft es Chris Tate auf die Matte zu bringen. Ja, nun beide erstmal am Boden. Ja, mit einem Auge bin ich immer noch so ein bisschen bei Blackwell. Der ist schon wieder auf den Beinen, schleicht hier um den Ring. Okay, nimmt seinen Platz wieder ein. Ich hoffe, da bleibt er jetzt auch sitzen. Er hat gemerkt, dass es anscheinend nichts bringt, hier eingreifen zu wollen. Denn die beiden wollen das fair unter sich austragen. Und jetzt könnten wir den von vorhin versprochenen Frog Splash sehen. Tatsächlich. Ja, und das könnte es auch sein. Ist das der Sieg? Sind das die drei Medaillen für Bernd Föhr? Nein! Chris Tate kann sich im letzten Moment befreien. Ja, aber du merkst, dass Christoph Strauß noch nicht wieder ganz auf der Höhe ist. Also bis zur 3 kann man durchaus schnell erzählen. Bernd Föhr bleibt jetzt hier dran mit dem 6-1 Bernd, der allerdings ins Leere geht. Und Chris Tate nutzt das aus. Verpasst Bernd Föhr den Chokeslam. Kammert ihn aber nicht. Ja, ich bin mir fast sicher, dass er nun den Seismic Charge noch hinten drauf packen wird. Ja, und das tut er auch. Und ja, normalerweise ist es das gewesen. Ist das auch hier so? Oder kann sich Bernd Föhr nochmal befreien? Nein, kann er nicht. Das ist der Sieg. Und damit 3 Medaillen für Chris Tate. Und der wahrt sich damit seine Chance auf einen möglichen Gewinn der Feinberg Wrestling Championship. Sieger des Matches. Und somit im Besitz von 3 Medaillen Chris Tate. Naja, zunächst mal muss er natürlich erstmal den Ultimate Collectors Championship erringen und sich damit die Chance auf den Fightback Wrestling Champion Titel erkämpfen. Aber du siehst, dieses Match hat auch Chris Tate deutlich Körner gekostet. Ja, jetzt würde ich tatsächlich gerne Black Wills Gesicht sehen. Und da sehen wir ihn auch schon. Dessen Plan ist hier durchaus nicht aufgegangen. Ja, sichtlich angefressen. Auch ein Bernd Föhr muss erstmal verdauen, was hier gerade passiert ist. Ja, aber es gibt das aufmunternde Nicken und es gibt den fairen Handshake. Die beiden haben das hier sauber und ordentlich zu Ende gebracht, so wie wir das sehen wollen. So, und jetzt schnappt sich Chris Tate das Mikro. Hören wir mal rein. Sogar auch. Leg mich am Arsch, das war nicht verkehrt, Bibel. Aber was du, Franzos, da treibst, ne? Jo, das sind auch nur komische Saarländer. Händ doch den Wunder gesehen heute oben, oder? Guck dir das doch mal an. Ey, das war zwar vor ein paar Monaten, aber der Goldberg hat mir gesagt, du bist der Nächste. Ja, deutliche Kampfansage in Richtung Blackwell und der traut sich tatsächlich in den Ring, die direkte Konfrontation mit Chris Tate. Und das hier, das wird es sein, das Finale um den Fightback Wrestling Ultimate Collectors Champion Titel bei Crossroad 12 in Mörfelden-Walldorf. Geht's nett, hä? Los, jetzt!
Während Blackpool hier mürrisch die Halle verlässt, lassen wir Chris Tate mit seinen drei Medaillen noch ein wenig feiern. Jetzt geht's nochmal so richtig los im Fatal 4-Way um den Fightback Wrestling Championship. Ja, liebe Fans, wir sind im Main Event des heutigen Abends, im Main Event von Blast from the Past. Ein weiterer Fatal 4-Way und es geht um den Fightback Wrestling Champion-Titel. Mit einem Gewicht von 140 Kilogramm, das Schweizer Biest, Drake Destroyer! Ja, und hier kommt der Mann, der in den letzten Monaten schon ganz oft ganz nah an diesem Titel war. Aber irgendwie hat es Chris Rush immer hinbekommen, sein Gold zu verteidigen und natürlich, wir haben es gesehen bei Catch the Heat, die Verletzung, die Drake Destroyer aus dem Match, aus dem Tag Team Match, in dem es ja auch um den Fightback Wrestling Champion Titel ging, ja, die Verletzung, die ihn da eben rausgenommen hat. Ja, und da will er heute dran anknüpfen, natürlich nicht an der Verletzung, sondern an der Chance, den begehrten Titel um die eigene Schulter zu legen. Ja, er weiß natürlich ganz genau, dass das heute auf absehbare Zeit seine letzte Chance sein wird, denn es gibt weitere Kontrahenten. Wir haben dann bei Crossroads 12 natürlich dann einen neuen Top-Contender auf den Fightback Wrestling Champion Titel, der dann wahrscheinlich auch relativ zeitnah eincashen wird. Und die Aufgabe im heutigen Main Event ist natürlich keine einfache. Ein Fatal 4-Way. Wir haben es im ersten Teil von Blast from the Past gesehen, wie unberechenbar so ein Match eben sein kann. Und ja, wenn wir uns die Kontrahenten dieses heutigen Main Events anschauen, dann wird es nur noch unberechenbarer. Aus Berlin, er kämpft für Berlin mit einem Gewicht von 100 Kilogramm, der Golden Boy, Mr. Uppercut, Erkan Suchani. So, und hier haben wir den zweiten im Bunde, Erkan Suchani, Mr. Uppercut. Und auch den kennen wir natürlich schon von Fightback Wrestling, hat seinerzeit die Open Challenge angenommen, als ein gewisser George Lucas noch das große Gold um seine Hüften getragen hat. Ja, ging damals allerdings leer aus. Der will jetzt hier nochmal neu angreifen, hat sich dafür allerdings nicht die leichteste Match-Position ausgesucht. Aber es könnte
einem möglichen Gewinn vielleicht noch die Krone aufsetzen. Und die Nummer 3. Toronto, Ontario, Canada, with 252 pounds, the bro, Joe E. Legend. Und ein weiter Veteran hier auf dem Weg zum Big. Joe E. Legend. Seine Karriere begann 1992, Joey, da war ich 2 Jahre alt. Immerhin. Auch schon ja, sehr, sehr viel Erfahrung natürlich vorzuweisen. Und was könnte diese Karriere nicht viel mehr krönen als ein gewinnter Freitag-Wrestling-Championship? Ja, dieser Mann war schon bei WWE aktiv. Also viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Hat in seinem Lebenslauf bereits über 1000 Matches absolviert. Ja, und einer fehlt natürlich noch. Der Mann. Und der Letzte. Der das Gold um die Hüften trägt. Der amtierende Fightback Wrestling Champion Chris Rush. Und der kommt jetzt. Rüsselsheim mit einem Gewicht von 98 Kilogramm. Er ist der amtierende Fightback Wrestling Champion, Chris Rush. Für den wird es natürlich alles andere als einfach. Joey, wenn du dir anschaust, wer da im Ring steht, also Chris Rush hat sich einiges vorgenommen. Nee, er hat natürlich mit Abstand die, ja, von der Papierform her schwierigste Aufgabe, denn er kann eigentlich nur verlieren. Er kann den Gürtel, den Titel verlieren, ohne selbst gepinnt zu werden. Denn auch hier ist es so, der erste Pin bringt die Entscheidung, aber erstmal Nein. So kann ein Main Event nicht stattfinden. Ich bin euer Fightback Champion. Zeigt mal ein bisschen Respekt für mich, für diesen Gürtel und für diesen gottverdammten Main Event. Zeigt mal euren Respekt, lasst was hören. Halt die Fresse! 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 Ah, jetzt könnt ihr doch was sagen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, liebe Fightback-Community, ich habe ihn schon häufig als Complaining Champion bezeichnet. Das unterstreicht er hier natürlich. My German isn't the best. But I think what they're saying is, Schnauzer, Dummkopf. Ja, als freie Übersetzung würde ich das mal so durchgehen lassen. Ja, durchaus. Also, Joey Legend hat seine Hausaufgaben gemacht. Dies ist ein Match um den Fightback Wrestling Championship. Ja, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob es Chris Rush wieder gelingen wird, hier sein Gold zu verteidigen.
Und das ganz alleine. Ich sehe keine Diamonds and Rust Members außerhalb des Rings. Das könnte eine faire Angelegenheit werden. Mal die Sympathien geklärt. Die Fighter-Community legt sich fest. Joey Legend, Drake Destroyer, das sind die Männer, um deren Hüften oder zumindest um eine der Hüften möchten wir den Gürtel sehen. Ja, es ist natürlich eine tolle Atmosphäre hier im Bürgerhaus Borfelden. Das muss man ganz klar sagen. Chris Rush, der versucht jetzt hier eine Allianz einzugehen mit Erkan Sulcani. Dasselbe versucht er gerade mit Joey Legend. We need to work together. Ja, aber ob er da nicht an den Falschen gerät. Ist das schon jetzt, bevor das Match so richtig angefangen hat, ist das schon Verzweiflung bei Chris Rush? Es sieht ganz so aus. Der will natürlich alles tun, um den Gürtel bei sich zu behalten. Und das gibt's ja nicht. Er geht sogar zu Drake Destroyer. Das ist nicht sein Ernst. Ja, es ist immer noch Diamonds and Rust, Joey. Vergiss es nicht. Ja, aber auch der lehnt hier dankend ab. Bitte langsam etwas knatschig, der gute Rush. Ja, und guck in das Gesicht von Chris Rush. Der wollte genau das erreichen. Der wollte, dass die drei hier diskutieren. Aber wie gesagt, wir haben hier, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber es sind fast unzählige an Erfahrung im Ring stehen. Und die wissen ganz genau, was Chris Rush hier vorhatte. Und ich glaube, das wird ihm jetzt gerade in diesem Moment zum Verhängnis. So, es gibt den ersten Schlag, es gibt den ersten Chop, es gibt die erste Serie gegen Chris Rush. Also vielleicht muss ich meine Aussage von vorhin revidieren. Vielleicht wird Chris Rush den Titel verlieren, ja, indem er sehr wohl selbst gepinnt wird. Die Verhandlungsversuche sind auf jeden Fall schon mal gescheitert. Jetzt geht es in die nächste Runde und die ist, wie wir sehen, natürlich um einiges physischer. Und Joey Legend lässt das Chris Rush deutlich spüren, was er von ihm hält. Oh mein Gott! Es gibt den Knee-Drop von Erkan Sulcani. Ja, sieht fast aus wie eine kleine Trainingsstunde. Der Big Splash vom Schweizer Biest. Nun ist Joey Legend an der Reihe. Und es gibt den Elbow gegen Chris Rush. Ja, und für Chris Rush ist das hier alles andere als eine Trainingseinheit. Für ihn geht es um alles, bloß nicht selbst gepinnt werden und auf jeden Fall verhindern, dass einer der anderen gepinnt wird. Und was für ein krachender Whip-In war das eben in die Ringecke. Ja, und ja, Ironie des Schicksals fast. Der Mann, der hier unbedingt eine Allianz eingehen wollte, der sieht sich jetzt eine Allianz von drei Kontrahenten entgegen und ja, bekommt jeden Einzelnen hier in der Ringecke zu spüren. Also das ist alles andere als ein gelungener Start für Chris Rush. Der erste Pin-Versuch von Drake Destroyer und natürlich, wir haben es wie gesagt im ersten Teil, im ersten Fatal 4-Way auch schon gesehen, natürlich halten hier Allianzen nicht wirklich lange, denn jeder will diesen Titel erringen.
So, und jetzt haben wir das erste Einzelduell. Erkan Sulcani und Chris Rush, während sich Joey Legend und Drake Destroyer außerhalb des Rings behaken. Ja, jetzt geht es natürlich darum, die Gegner bestmöglich zu bearbeiten. Jeder kämpft hier für sich. Zweckallianzen finden auch ihr Ende. Du hast es bereits gesagt, Joey. Und Chris Rush geht ein Uppercut-Duell mit Mr. Uppercut ein. Und ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ja, momentan ist es noch auf Augenhöhe, würde ich fast behaupten. Ja, die beiden schenken sich nichts, ebenso wenig wie die anderen beiden außerhalb des Rings. Und da fliegt Chris Rush in den Uppercut von Erkan Sulcani rein. Das erste Cover von ihm geht aber auch nur bis 2. Ja, Legend und Destroyer haben sich davon wenig beeindrucken lassen. Die sind noch sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, und wir sehen den German Suplex gegen Erkan Sulcani. Und er lädt ihn auf. Soll das schon der Feel the Rush werden? Also der Ansatz dazu war es, aber nicht mit Joey Legend. Der hat andere Pläne, schnappt sich den Champion und was gibt's? Back Suplex. Ja, er packt ihn auf die Seile. Ja, und jetzt gibt's dann doch den Backsuplex. Jetzt das Cover von Legend. Wo ist Drake Destroyer? Den habe ich schon ein Weilchen nicht mehr gesehen. Da hinten am Bildrand kann man ihn sehen. Brainbuster! Ja, er kündigt sich an, einen Brainbuster. Jawohl, der geht auch durch. Das nächste Cover und da ist Drake. Ja, der verhindert hier diesen Pin von Joey Legend, will jetzt seinerseits wieder ins Geschehen eingreifen, hat die Sympathien der Massen auf seiner Seite und schnappt sich nun Chris Rush. Ja, und auch wenn wir hier noch nicht in einer matchentscheidenden Phase sind, so kommen wir doch zumindest langsam, ganz allmählich in die Phase, wo jeder Kontrahent, ja, jedes Cover eines anderen Kontrahenten zumindest ernst nimmt und auf dem Radar hat. So, und es gibt den Vertical Suplex. Aber der wird hier gecrashed von Erkan Sulcani. Und das war eine sehr, sehr clevere Aktion. Ja, denn er findet immer noch seine Ausführung. Und nun wird Drake Destroyer gepinnt. Allerdings nicht bis 3. Aber das war genau so ein Moment. So musst du agieren in einem Fatal 4-Way. Zwei Fliegen oder zwei Kontrahenten mit einer Aktion geschlagen. Joey Legend wäre in diesem Moment wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, hier einzugreifen. So, und wir sehen Chris Rush, der jetzt das Cover. Oh, das war aber mein lieber Mann. Ja, er weiß natürlich, was hier auf dem Spiel steht. Der muss hier auf jeden Fall zurück ins Match finden, um seine Chancen zu wahren. Steigt jetzt hier aufs oberste Ringseil. Ja, sieht man von ihm, ich habe gerade überlegt, auch nicht allzu oft, von mit was hätte er da anfliegen wollen. Ja, seine drei Gegner waren auch im sicheren Abstand, bis Sulcani sich ein Herz gefasst hat. Um Chris Rush hier zu packen. Und hier gibt es den Tower of Doom. Der hat natürlich eine ungeheure Wirkung auf den, der ja, ganz oben ist. Ja, und dann knocken sich Drake Destroyer und Joey Legend gegenseitig mit einem Schlag aus. Und jetzt liegen sie alle vier. Ja, Referee Pascal Eisenbach bleibt nichts anderes übrig, als die Wrestler hier im Ring auszuzählen. Ja, vor allem gibt es jetzt mal die Chance, ein bisschen Luft zu schnappen, und zwar für alle. Kommen auch alle relativ zeitgleich wieder auf die Beine. So, und jetzt Uppercuts,
Schläge. Wir sehen hier Aktionen im Ring. Jeden trifft es. Das sieht so ein bisschen aus, als würde es im Kreis gehen. Jetzt wird hier Drake Destroyer eingerollt von Joey Legend. Ja, jetzt wird Legend eingerollt von Erkan. Und Sultani wird eingerollt von Chris Rush. Ja. Der dann wiederum eingerollt wird von Drake Destroyer. Der nächste Einroller. Ja, kein Einroller hat zum Erfolg geführt. Ja, und jetzt sehen wir zwei Double Clotheslines und wieder liegen sie alle am Boden. Und so langsam, ja, und so langsam kommen wir in eine matchentscheidende Phase. Denn wenn jetzt eben eine gezielte Aktion, eine, die wirklich ihre Wucht entfalten kann, durchgeht, dann ja, würde ich nicht mehr mein komplettes Geld darauf setzen, dass ein anderer den Pin unterbrechen kann. Ja, hier geht es wirklich darum, wer hat den größten Willen. Chris Rush würde ich behaupten, auf jeden Fall der, der bisher am meisten einstecken musste. Und Drake Destroyer findet als erster wieder die Power, seine Gegner hier anzugreifen. Splash in die Ringecke für jeden seiner Kontrahenten. Schnappt sich Chris Rush, zieht ihn aus der Ecke. Ja, und seine Version des Power Slams jetzt gegen Chris Rush. Das Cover und da ist Erkan Sultani. Und der ist nochmal, der kriegt nochmal die zweite Luft hier. Schaltet alle drei Gegner mit gezielten Kicks aus. Das Cover gegen Rush. 1, 2 und oh ja, auch nicht so viel hat da gefehlt. Das hätte es fast schon sein können. Chris Rush kickt aus diesem Cover aus. Fängt sich hier die nächste Großaktion von Sultani. Da aber Joey Legend wirft sich zwischen Hand und Matte, um diesen Pin zu unterbrechen. Schlau gelöst. Ja, auch eine Art, die man nicht jeden Tag sieht. Ja, sehr zum Missfallen von Sultani. Kriegt auch hier nochmal von Joey Legend angezeigt. Mein Freund, das waren nur zwei für dich. Und der schnappt sich jetzt Erkan Sultani. Der Kick geht ins Leere. Ja, der Schlag, der sitzt allerdings. Oh, und da tritt Erkan Sultani ins Leere und ich hoffe, er hat sich da nicht verletzt. Das sah irgendwie nicht ganz rund aus. Ja, mehr oder weniger ins Seil gekickt. Ja, Joey Legend jetzt wieder bei Chris Rush. Geht in die Seile, der Whip-In und ja, war eine Mischung aus Clothesline und Vorarm. 1, 2 und wieder kann sich Chris Rush befreien. Drake Destroyer. Wo ist der? Der ist da unten am Mattenrand. Ja, wird hier von Joey Legend von besagtem Mattenrand runtergefegt. Ja, und ich glaube, Joey Legend, der will hier Feierabend machen. Also, der versucht, die anderen beiden Kontrahenten aus dem Ring rauszuhalten, vom Geschehen fernzuhalten. Und zwischendurch gibt es immer wieder Aktionen, die auf Chris Rush niederprasseln. Ja, der seinerseits auf sehr wackeligen Beinen wieder nach oben kommt und hier Gefahr läuft, die nächste Aktion von Joey Legend einzufangen. Und das. Und das passiert auch. Passiert auch. Und der nächste Cover. Ja, diesmal ist Drake Destroyer allerdings schneller. Und jetzt gibt es eine kleine Diskussion. Ja, ich glaube, Drake Destroyer, der will hier ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Ich habe so viel hier schon geackert, um diesen Titel zu erringen. Das ist mein Gürtel. Ja, es gibt den Handshake. Okay. Nur nochmal, wie lange hält diese Allianz? Wahrscheinlich bis zum nächsten Pin. Und wir sehen den Claymore-Kick gegen Joey Legend. Aber warum bleibt er denn nicht bei Chris Rush? Warum diskutiert er denn hier mit Drake Destroyer das Cover? 1, 2. Ah, aber die Schulter ist oben. Ja, die Schulter ist oben. Chris Rush versucht es hier mit den Beinen auf dem Seil.
Ja, er hat nicht zum Erfolg geführt. Das Ganze hat zu lange gedauert. Und jetzt verpasst er ihn nochmal. Den Cutter. Wieder sind die Beine auf dem Seil. Und diesmal geht der Pin durch. Das gibt es ja nicht. Chris Rush schafft es auch in diesem Fatal 4-Way seinen Fightback Wrestling Champion Titel zu verteidigen. Ja, man muss wahrscheinlich anerkennen, ohne Eingriffe von außen. Aber du hörst die Buhrufe aus den Zuschauern. Ach, hör mir auf, anerkennen. Die Beine haben hier ganz klar auf dem Seil gelegen und ich glaube, das moniert hier auch Drake Destroyer bei Pascal Eisenbach. Er zeigt dir die zwei, es ist ihm zweimal widerfahren, also alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis. Wie soll es auch anders sein? Sieger und weiterhin amtierender Fightback Wrestling Champion Chris Rush! Ja, Chris Rush, der lässt sich hier feiern. Er hat es wieder geschafft und ja, er verlangt einmal mehr nach dem Mikrofon, hat hier noch was zu sagen. Aus mit der Musik! Ich hab's euch gesagt, gewöhnt euch dran. Euer reigning, defending and still your fight back champion, Chris Rush! Angel, where you wanna go, huh? You already wanna leave the party? No, 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 no. Are you a... Yeah. Alte Kamel, Joe, are you a true legend or you may be just Joe? You are a man, you want to come back to the ring like all the people want to? Come back if you have the balls to. Oh, und er provoziert hier Joey Legend ganz böse, also zitiert ihn in den Ring zurück. Warum zum Henker macht then er das? Do it. Ja, er sollte eigentlich zufrieden sein. Der Gürtel bleibt bei ihm, fordert jetzt hier noch einmal Joey Legend heraus. Ja, der lässt sich natürlich nicht bitten. Der stellt die obligatorische Frage ins Publikum. Und natürlich wollen sie, dass Joey Legend Chris Rush vielleicht hier nochmal eine Lektion erteilt. Aber die Beweggründe von Chris Rush, die kann ich in diesem Moment wirklich nicht nachvollziehen. Ach ja, okay, alles klar. Darauf sollte es hinauslaufen. Ja, darauf sollte es hinauslaufen. Wir sehen Diamonds and Rust. Wir sehen Aaron Insane, Blackwell und Michael Noel. Auch die haben für meinen Geschmack heute deutlich zu viel Airtime. Ja, aber Joey Legend weiß sich hier zu Wehr zu setzen. Und der nimmt es tatsächlich hier mit allen Vieren auf. Ja, und jetzt scheint es hier ein Diamonds and Rust Sandwich zu geben. Ja, es sieht ganz danach aus und Joey Legend weiß, wie er diese Gruppierung zu behandeln hat. Diamonds and Rust. Und weiß natürlich auch, dass er die Massen damit auf seine Seiten ziehen kann. Ja, aber wie lange kann er eben dieser Übermacht von vier Leuten, wie lange kann er hier bestehen? Es ist eine Frage der Zeit, bis Diamonds and Rust hier wieder die Oberhand gewinnt. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr billig, was hier abläuft. Wow! Das ist... Kann das sein? Das ist die Musik und es ist tatsächlich Erik Schwarz! Das gibt es ja überhaupt nicht! Was hat der denn hier zu suchen? Wahrscheinlich will der zum Aufräumen kommen. Erik Schwarz zurück im Ring. Das ist das, also das bringt nur der Blast from the Past. Und der hat hier seinen alten Schüler im Visier. Aaron Insane.
Ja, wie lange haben wir ihn nicht mehr gesehen? Ich glaube, das letzte Mal war das 10-jährige GHW-Jubiläum. Und jetzt steht er dem amtierenden Champion gegenüber, Chris Rush. Oh, oh, oh. Und ich glaube, jetzt könnte es übel werden für Chris Rush. Ja, vor ihm Erik Schwarz, hinter ihm Joey Legend. Kein Sandwich, das du haben willst. Ja, und jetzt geht's nach unten für Chris Rush. Das obligatorische Cover, der moralische Sieg eingefahren für Joey Legend. Und damit Fightback Wrestling Champion der Herzen. Aber die Leute, die freuen sich natürlich hier über das Comeback von Erik Schwarz. Warte, wo der herkommt. Wo der auf einmal aufgetaucht ist. Was für ein Moment hier zum Abschluss dieser Veranstaltung. Das kann ja nicht sein. Ja, aber natürlich bleibt der Titel bei Chris Rush, der ihn sich bereits vorher ergattern konnte. Und wir sehen, ja, wir sehen nochmal den Rest der Legenden. Wir sehen Michael Kovac, wir sehen Ulf Herrmann. Was für ein Bild, was für ein Abschluss hier von Blast from the Past. Liebe Fightback-Fans, wir sind damit am Ende der Veranstaltung. Die nächsten Termine, der 15. Oktober, die 8. Auflage des Open Sunday. Der 21. Oktober, Crossroad 12, Crossroad to Hell. Wir sagen danke fürs Reinschauen, supportet uns, bleibt gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.